So Leute, Glücksbringer haben wir hier. Sie sind also wieder da. Das heißt, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird es wieder laut. Boah, ich glaube, sie springt hier gleich runter. So, was machen wir? Bestimmt sagen wir den Jungs. Was will ich ihnen sagen? Gegen Austria Klagenfurt will ich eigentlich schon einen Sieg, aber geht raus und beeindruckt mich. Das klingt so pussyhaft. Raus mit euch und zeigt den Fans, dass es das Spiel, das Eintrittsgeld wert war. Schwieriger Satz. Aber ich habe ihn geschafft. Kaufmann. So, Öbster. Joy. Da ist jetzt dieses häufiger Schießen ein Thema. In der Situation wäre jetzt nämlich der Pass doch wesentlich klüger gewesen, aber. Schauen wir mal. Das sind einige Bundesliga-erfahrene Spieler. Ich habe mir den Kader gar nicht angeschaut von Austria Klagenfurt. Christian Falk, der war beim WAC. Dominik Pürcher, Matthias Sereinig, Manuel Wallner. Das sind keine schlechten Spieler dabei. Ich habe die Standardsituation vergessen. Das muss ich auch noch machen. Hab's da. Den Pass wollte ich sehen. Simic macht ihn dafür. Burkhuber. Und das gibt die Ecke. Höpster mit der Flanke. Das war nicht weiter tragisch. Rap, Freistoß. Falk. Boah, der war gefährlich. Glück gehabt. Gemessen an der Anzahl der Fouls sollten wir uns vielleicht etwas zurückhalten, hat er gerade gesagt. Dass es dieses mehr in die Zweikämpfe gehen. Schauen wir mal, momentan gibt es noch keine gelben Karten, also. Ist das schon okay so? Komplettes Chaos gerade. Burkuba. Die Flanke kommt zu Grubeck. Aber Wallner nimmt ihm den Ball ab. Burkuba macht auf der Seite die Einwürfe, das müssen wir auch abstellen. Das finde ich echt sinnlos. Das ist echt schön. Das passiert total oft, wenn man da unter Druck gesetzt wird, dass die ins Out passen. Foul Reifelshammer, schade. Der hat Pürcher weggeschoben. Die Jungs sehen schon wieder nervös aus. Rubek, Joy. Kein Abseits, oder? Oh, 1-0. So mein Joy. Rubek macht es richtig schön, dass er in der Situation nochmal abpasst und es nicht selbst macht. Sehr uneigennützig und ja. Auch sehr gut, dass der Ball auf Kubek gekommen ist. Joy wäre da nämlich im Abseits gewesen. Danach war er es nicht mehr. 1-0. Jetzt heißt es aufpassen. Kaufmann ist bei ihm. Flanke aber Ebner ohne Probleme. So. Reifelshammer. Webster. Jetzt wieder aufpassen. Kerschbaumer. Falk schön unter Druck gesetzt, aber da kommt Koch. Der war gefährlich. Und Burkuba mit dem Foul. Wie viele Fouls haben wir schon gemacht? 8. Doppelt so viele. Dann tun wir das vielleicht wirklich weg. Wenn wir weniger Fouls. Vielleicht. Ja. Kommen wir so zu eher fairen Zweikämpfen. Und wenn wir so den Ball holen, zu mehr Chancen. Probieren können wir es ja. Spielerisch lösen sie das wirklich sehr gut. Was ich mir nur überlege, ist, ob ich die Außen, die sind ja aktuell, glaube ich, auf Spiel breit machen, dass wir das wegtun. Weil
ist schon eine Idee wäre, wenn wir das Spiel kompakter gestalten. Burghuber. Gerade noch geklärt. Ich habe mir gerade gedacht, der hat so geschossen. Das wäre peinlich gewesen. Öbster. Ernst Öbster. Simic. Burghuber, kein Abseits? Nee. Doch. Dachte ich mir. So, mein Tor. Kein schlechter Schuss. Aber das häufiger Schießen tun wir bei ihm auf jeden Fall weg. Erfolgreiche Pässe 66%. Das habe ich vorhin schon gesehen. Gehen wir auf Aufmuntern. Absoluter Deckungsfehler. Da geht er nämlich nach vor. Warum? In der Situation sieht man doch, dass hinter ihm jemand frei ist. Und beinahe gleich die Chance für uns. Aber leider nur beinahe. Oettl und Simic sind ziemlich müde. Schlechter Freistoß von Öbster. Simic, Burghuber, Oettl, wieder Burghuber. Das machen sie gut. Wieder Abseits. Ich weiß nicht, was mit den Jungs los ist. Die sollen echt... Die scheißen sich komplett an in der Liga. Steht die ganze Zeit, sieht sehr nervös aus. Wir müssen denen irgendwie die Nervosität nehmen. Ich muss... Und schauen, wie das mit den Ansprachen ist, ob wir das da vielleicht irgendwie machen können. Joy macht das souverän. Super. Ich bin bislang mit eurer Leistung zufrieden. Macht weiter so. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch. So, wie machen wir das jetzt? Mehr in die Zweikämpfe gehen, schalten wir wieder an, weil der Gegner jetzt sonst wirklich zu offensiv wurde. Dann ist die Frage, ob Buckbar, Meier, vielleicht, dass wir da irgendwen bringen. Ne, ich bringe jetzt mal Sebastian Mann für. Was ist denn seine beste Rolle? Ja, gibt es verschiedene Sachen. Also, schauen wir mal kurz auf die Fähigkeiten. Sebastian Mann ist ja ein relativ offensiver, passen kann er gut. Ist aber auch im Tackling wahnsinnig gut. Ich würde sagen, wir gehen bei Sebastian Mann auf den zurückgezogenen Spielmacher. Also nehmen wir Simic raus. Wobei, schauen wir kurz, wie stark ist Simic defensiv gesehen. Deckung 8, Tackling 12, naja. Nehmen wir Simic raus. Machen wir so. Und statt Öbster bringen wir jetzt Katnik. Somit Joy geht zurück und Katnik geht ganz nach vor als, ich würde sagen, Stoßstürmer. Also zwei Wechsel gleich. Jetzt habe ich bei Joy schon wieder dieses häufig Schießen nicht weggetan. Also ich muss kurz warten, bis die restlichen Änderungen durchgeführt wurden, nehme ich mal an. Gut geblockt. Schöne Balleroberung von Sebastian Mann. Jetzt müssen wir aber irgendwie noch vorkommen. Katnik, Burghuber. Rap muss behandelt werden. Deswegen hat er den Ball ins Out geschlagen. Okay. Hier haben wir immer wieder Probleme. Natürlich haben wir keine Außenverteidiger, ganz klar. Aber man sieht es ganz gut, oder hat es jetzt in der Situation ganz gut gesehen, wenn der gegnerische Flügelspieler anzieht, ein bisschen Tempo aufnimmt, dann haben wir ein bisschen Probleme nachzukommen und dann entstehen gerade am Flügel Lücken.
jetzt offensiv nicht so tragisch, aber hier ist das Breitmachen auch ein Problem. Ihm fehlen dann die Anspielstationen. Das heißt, das werden wir tatsächlich ändern. Ich mache das jetzt gleich. Kann ich noch immer nicht. Sie sehen noch immer sehr nervös aus. Kaufmann. Kubek. Ins Außennetz. So. Was habe ich denn da für Änderungen drinnen gehabt? Egal. Dieses häufiger Schießen tun wir jetzt mal weg. Und bei denen gehen wir nicht auf Spielbreit machen. Das kann ich aber nicht, weil es diese Rolle ist. Weil die außen spielen. Positionstreue Position halten. Aus der Tiefe flanken, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Dann gehen wir, versuchen wir nicht ganz so weit zu gehen, sondern früher zu flanken zu kommen. Ermutigen Sie Spieler, sich zu entspannen, in der Hoffnung, dass sie angstfrei spielen. Gerade jetzt dadurch, dass sie nervös sind, probieren wir das. Dabei haben wir eigentlich wirklich keinen Grund, nervös zu sein, weil wir spielerisch echt nicht so schlecht aussehen. Wieder stark gemacht. Die Flanke hier geblockt. Sebastian Mann bekommt da vielleicht nochmal die Chance zu flanken. Aber die war nicht unbedingt besser. Gefährlich kaufen und zieht da noch innen Joy. Laufduell. Was war das? Riskantes Tackling auch jetzt von Reifelshammer. Alter, die Körpersprache. Was würden wir da gerade gegen weiß nicht wen spielen? Sind nicht die Bayern, gegen die wieder spielen, das ist nur Austria Klagenfurt. So mein Joy. Wen habe ich jetzt noch auf der Bank? Eder, Bingel, Meier und Bukwa. Wieder der Pass über die Flügel. Naja, so mein Joy. So eher nicht. So, ich werde jetzt aber hier mal umstellen. Ich muss Fabian Eder fast bringen, statt Oettl, der ist nämlich so fertig. Dafür geht Reifelshammer halt noch vor. Ich hätte zwar lieber für die Offensive gewechselt, aber ich glaube, gerade auf der Position ist es wichtig, wenn man jemanden hat, der halbwegs frisch und fit ist. So, und wir gehen jetzt mal auf Ball halten. Disziplinierter spielen. Denn mittlerweile ist mir ehrlich gesagt sogar schon das Unentschieden recht. Gehen wir auf Kontrolle. Jetzt schlafen die beiden Katzen endlich. Gestern habe ich mit dem Patrick unser FIFA Pro vs. Pro aufgenommen, also zumindest wieder ein paar Spiele. Und da habe ich extra vorher noch eine halbe Stunde mit denen total intensiv gespielt, damit die dann möglichst müde werden und Ruhe geben. Hat auch ganz gut funktioniert. Die waren den restlichen Tag ziemlich fertig. Gibt es da noch die Ecke? Oder war das schon? Nee. Dachte, der war schon hinter der Linie, aber hat ihn schon vor der Linie abgefangen. Mit den Ecken gefällt mir überhaupt nicht bei uns. Scheinbar funktioniert es jetzt gerade ein bisschen besser. Gehen wir auf
Beruhigt euch, nee. Gehen wir nochmal auf keinen Druck. Die sollen echt ein bisschen runterkommen. Ball bekommen sie nicht weg. Sebastian Mann, gut gemacht. Burghuber, schade. Da hat Katnick schon gelauert. Jetzt ist Joy verletzt. Das heißt, wir spielen jetzt mit einem Mann weniger das Spiel zu Ende. Sehr ärgerlich. Das heißt, Grubeck, kriegt Grubeck die defensivere Rolle oder Katnick ist die Frage. Eigentlich ist das wurscht. Gehe hier auch mal auf hängende Spitze, damit die Distanz zu den Stürmern nicht ganz so groß ist. Jetzt verliere ich schon die Stimme. Schon zu viel aufgenommen hat. Ich hoffe, dass wir das jetzt nicht noch verlieren. Wäre richtig schade, muss ich sagen. Da ist niemand. Sie versuchen jetzt natürlich nochmal zu drücken. Dementsprechend gehen wir jetzt auf das Zeitspiel. Die Nachspielzeit werden wir so noch irgendwie runterbiegen versuchen. Mit einem Mann weniger geht es eh nicht fast nicht anders. Schön schaut es nicht aus. Kommt da wahrscheinlich gar nicht mehr zur Änderung, eine Minute nur noch. Burghuber, Katnick. Kaufmann. Einwurf, das bringt alles Zeit, das ist wichtig. Jetzt Einwurf für Klagenfurt, aber das war's. Okay, 1-1. Wir haben ganz gut begonnen, später war das Ganze nicht mehr so gut. Mit einem Mann weniger gegen Ende nach Joyce Verletzung müssen wir eigentlich zufrieden sein. Das sage ich den Jungs auch. Ihr habt heute Abend Pech gehabt. Von der Leistung her eben, ihr habt es gerade kurz gesehen, ich war jetzt etwas zu schnell. Da oben sieht man es noch, also 8 zu 10 Schüsse und Ballbesitz eigentlich ausgeglichen. Ausfall für 5 Monate. Adduktorenverletzung. Was soll man dazu sagen? Ist ja nur so mein Joy, ist ja niemand Wichtiges, niemand Teures. Oh, furchtbar. Jetzt kommen wir aber fast zu der Situation, dass ich das Offensive ein bisschen ändere. Oder? Ich könnte es auf 2 ZOMs vielleicht gehen. Ernst Öbster hat seine Sache nicht so schlecht gemacht. Von der Position her hat es eh gepasst, ganz klar. Bingöl, Katnick, da gibt es viele Spieler, die hier jetzt in Frage kommen würden. René Zier werde ich dann mitnehmen, sobald er wieder fit ist. Bann wäre natürlich die Möglichkeit. Das kann man auch machen. Ja, ärgerlich. Ich sage mal danke fürs Einschalten. Ich werde dann in Kürze wieder eine neue Aufnahmesession machen und dann wieder auf eure Kommentare eingehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.